Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Fortune Island. Weiter geht es heute mit der Jagd nach den letzten Rennen, nach den letzten Erfolgen. An sich den letzten Sachen hier in Fortune Island. Dann ist ja so mehr oder weniger fast schon durch. Aber ein paar Sachen fehlen noch. Unter anderem das vorletzte Rennen hier auf der Insel. Ein Querfeldeinrennen. Und danach fehlt noch der Kraken. So. Gewitter. Von mir aus. Von mir aus. Jetzt ist es in Ordnung. Den Kraken fahren wir vielleicht heute auch noch mal gucken. Oder nächste Folge. Muss ich nach dem Rennen mal gucken. Was ich von allem zuerst mache. Dann fehlen noch ein paar Erfolge, die wir machen müssen. Oder ich gern machen möchte. Machen wir es mal so. Die Bonustafeln fehlen noch. Dann sind wir auch so mehr oder weniger durch. Und Leviathan müssen wir auch noch mal fahren. Ja, sollte Gas geben. Nicht auf mir landen. Guck mal, da geht ja noch. In der Kategorie. Hast du davon? Das hat er sich wirklich verdient. So, Dankeschön. Den Platz kannst du auch gerne nach dem Rennen wiederbekommen. Erst halt nach dem Rennen. Achso, ich muss ja unten durch. Unter der Brücke. Ja, exzellent. Weg der Schafe. Keine Zeit für euch. Ja, das ist wirklich mal querfeldein. Immer schön geradeaus hier. Hier ist ja auch nur Sprung, gezwungen zu springen. Meine Güte, gesprungen, ja. Was wird wohl mein Sieg? Es reicht nicht, lieber Ford. Es reicht nicht. Die Krone gehört mir. Ich bin sogar diesmal nicht der einzigste Ram. Wie im letzten Rennen. Das ist ja voll unfair. Diese Armada von Ford Raptors gegen einen einzigen Ram. Das war traurig. Und da habe ich mich auch wirklich schlecht gefühlt. Als einziger. Und natürlich nichts gewonnen. Sehr schön. Damit fehlt noch ein Rennen der Kraken. Wollen wir den gleich fahren? Eigentlich können wir es gleich machen, ne? Und wir brauchen erstmal die Erfolge, die anderen. So, was fehlt denn noch? Nein. Einmal, das machen wir noch. Schließe den Kraken in weniger als 6 Minuten in einem Salen S5S Raptor ab. Das machen wir. Dann erreiche 3 Sterne am Nadelfall-Gefahrenschild im Morris Minor Traveler. 3 Sterne am Nadelfall-Gefahrenschild. Nadelfall, Nadelfall. Wo ist denn der Nadelfall? Oh. Dafür müssen wir den Wagen wohl ordentlich aufbauen.
fahren wir schnell hin. So, der Miner, der war ja nicht so schnell. Jetzt muss da wohl ein anderer Motor rein. Ich denke mal auch Allrad. Also nur für den Erfolg. Viel lang haben wir jetzt nicht voll getuned. Normal fahren, halt nur für den Erfolg würde ich das machen. Und ich denke, dafür ist ein Vollaufbau fast schon nötig. Wenn wir über 300 Meter weit fliegen wollen. Dann müssen wir schon ordentlich Gas geben. Und das ist halt noch ein Erfolg bei einem PR-Stand hier. Aber der hört sich weitaus schwieriger an. Also Morris Miner geht ja noch. Aber das Auto, was wir für den nächsten PR-Stand brauchen, das wird noch eine Ecke schwieriger, glaube ich, das zu schaffen. Da kommt der Morris Miner zurück. Du hast dein Ziel erreicht. Den wir jetzt ziemlich am Anfang gefahren sind. Ich glaube, Folge 3 und 4 war es. Ja. Also quasi die Folgen vor dem M5. Wir die lahme Krücke Morris Miner gefahren. Meine war wirklich cool und so, keine Frage, war er ist natürlich lahm gewesen. Da, Sirius 2 Traveler. Ich habe mit dem Hören auf fast Maximum D-Klasse gebracht. Trotzdem war ja eine lahme Ente. Und das werden wir jetzt ändern. Aber Vollaufbau? Ich glaube schon, ne? Aber erstmal das abspeichern. Dass ich das auch mal sicher habe. Wir sehen nämlich gerade immer noch vor Weihnachten auf. Also sind vor Folge 13 bis jetzt, ich glaube bis Folge 13 bis Folge 24 ungefähr, sind innerhalb, oder sind an 2 Tagen aufgenommen worden. Am 22. und dann heute am 23. Ich wollte noch alles vor Heiligabend aufnehmen. Oder zumindest vor der Bescherung, sag ich mal. Boah, 7,1 Sekunden auf 100 und 25 Sekunden, oh Gott. Das ist ja todeslangsam. Das ändern wir mal. Erstmal kriegt die Karre Allradantrieb. Und einen anderen Motor. Wir können reinbauen einen Motorradmotor und den Turbo Rally Motor. Ich denke, am meisten Leistung wird der Turbo Rally Motor bringen. Wir wollen einfach mal rein. Und sonst eigentlich auch so alles, was geht. Von mir aus, die Reifenmischung kann bleiben. Ich glaube, Reifenweite wird nicht so wichtig sein. Das werden wir eigentlich alles lassen. 335 Meter sollen wir springen. Aua. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Gewicht brauchen wir nicht. Wir brauchen Leistung. Was soll ich mit Gewicht? Ich muss schnell fahren. Oh Gott. kW sind über 650 PS. Warte mal, ich will das jetzt mal genau ausrechnen. Zumindest fast genau. Ich weiß, die Umrechnungszahl von kW und PS ist 1,35 irgendwas, aber gerundet 1,36. 498 mal 1,36. 677 PS auf 699, was ist das, 89 Kilo? Oder 69 Kilo? Das kann ich gerade nicht lesen. Warte mal kurz. Ja, 689 Kilo. Also Leistungsgewicht, ja, tut weh. Jetzt ist er nicht mal ganz so langsam wie sonst. Ein bisschen schneller. Und ich hoffe mal auch schnell genug dafür. Ja, das ist einfach so. Hauptsache ich komme schnell vom Fleck und habe eine gute Geschwindigkeit. Den Rekord bei dem Schild, also die 392 Meter, bin ich ja mit dem F9 gefahren von Funko Motorsports. Ja gut, der war bald auch wirklich schnell.
du meine Güte. So, dann gehen wir mal hier hin. Und sollten hoffentlich 335 Meter weit springen. Im besten Fall noch weiter. Wer hätte sich das einfallen lassen? Aber wie gesagt, das ist noch der einfachere von den beiden Erfolgen. Ich glaube, das ist der einfachere PR-Stand. Im einfacheren Auto. Sehe nicht. Oh Gott. Ist das überhaupt bestimmt nicht, oder? Oh. Wow. 5 Meter. Die muss ich irgendwo auftreiben. So, jetzt vielleicht. Ich fliege aber gar nicht gut. Yes! Dritten, zweiten Versuch. So, das haben wir geschafft. Das war noch einfach. So. Zack. Was ich jetzt meine... Mit Schmack ist, erreiche 3 Sterne beim Waldlauf Wegbereiter Statua im Peel 50. Wer zur Hölle von Playground Games hat sich diesen Erfolg ausgedacht? Das ist Waldlauf Wegbereiter Statua. Das ist das hier. Wenn man durch den Wald fährt Richtung Strand. Da müssen wir 3 Sterne im Peel 50 schaffen. Was natürlich bekannterweise das ideale Auto dafür ist. Das kann lustig werden. Lustig, frustig. Den Wagen wollte ich nur ganz kurz wieder normal tunen. Ja, schnell genug, nicht Problem. Einfach volle Kanne auftunen mit dem Motor, mit dem Rallye-Motor. Dann geht das easy. Mit dem Peel P50 durch den Wald fahren. Ah. Ich habe den Peel auch noch nie voll aufgetunt. Das ist das Problem. Da, Peel. Wir haben hier noch den Trident noch, aber ich will den haben. Boah, die sogar bessere Bremsen als der andere. So, Leistung. Identischerweise wiegt halt weniger. Oh, voll krass schneller bestimmt. Sogar einen besseren Start, ey. 4,9 Start, ey. Und 7er Bremsen. Na gut. Bremsen sind bei den Wagen eh nicht so wichtig. Da muss einfach nur starker Wind sein und dann fährt der Wagen erst gar nicht los. Das ist das süße Stück. Und diesen mördermäßigen Reifen. Mit dem sollen wir 3 Sterne schaffen. So. Erstmal. Ja gut. All-Wheel Drive reinbauen. Könnte auch 3-Wheel Drive heißen. Ja, weil wie man sieht, 4 Räder gibt es hier nicht. Wir haben 3. Macht sich bei sowas natürlich sehr gut. Ein Motor. Motorbike Engine gehen rein. Ich meine, zum Glück geht hier kein Lambo V12 rein, aber ich meine, wo soll der V12 auch rein? Aufs Dach oder wie? Da ist ja kein Platz für in dem Auto. So, wir bauen einfach mal alles rein. Das soll da schon schief gehen. Ich mach mal Forza-Spoiler hier aus. Sieht kacke aus, aber vielleicht bringt das was, wenn ich dann den Anpressdruck ein bisschen höher mache. Und das einfach mal auch abmachen. Reifenmischung, Geländereifen. Oh. Felgengröße. Wir haben. Ja, unsere Reifen sind ganze 90 mm breit. Die Felgen sind 5 Zoll groß. Wir können auf 8 Zoll gehen, ey. Monströse Felgen. Also mit dem Auto Reifen wechseln, alter Schwede. Und die Reifen gehen noch nicht breit, das ist das Problem. Wir müssen mit 9 cm breiten Reifen fahren. Davon haben wir 3 Stück.
Ist eine sehr, sehr kleine Auflagefläche. Machen wir irgendwas? Gewicht? So. Jetzt kommt noch die Leistung. Ja, Leistungsgewicht. Ist ganz gut, würde ich mal sagen. Wir haben auf jeden Fall mehr PS als Kilogramm. Wir haben sogar fast mehr KW als Kilogramm. Muss man auch erstmal schaffen. Newtonmeter, ja, also passt. Und damit sollen wir jetzt 3 Sterne machen. Ich habe die Vermutung, dass das nicht so einfach sein wird. Weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich hab so das Gefühl, dass es etwas schwerer sein könnte. Mach's einfach mal so. Irgendwann sollte ich auch vielleicht hochlegen. Achso, dann darf ich nicht. Aber auch vorne Steibis kann ich einstellen. Kann ich auch gar nichts einstellen. Aerodynamik. Einfach mal probieren. Ja gut, unser toller Allradantrieb. Ach, wie süß. Ist hier irgendeine dumme Lackierung? Weil der Wagen hat nichts Schönes. Bestimmt wieder eine normale Lackierung. Gibt es hier wahrscheinlich auch. Coca-Cola, ja. P50 Ultima. Ja, Police wahrscheinlich. Gymkhana. Oh nein. Dominus. Ich weiß natürlich, du bist beliebt. Man hat auch schon kein Video dazu gemacht, aber. Ja, würde ich was mit Pizza nehmen, aber wobei ich lasse den Wagen. Nein. Ich meine, bei Top Gear war der in einem hellblau. Vielleicht gibt es die Serienfarbe hier auch. Oder so ein Blau, genau das war das. Was ist denn der Rennsemmel? Ich habe Angst davor. Ich habe wirklich Angst davor, mit diesem Auto zu fahren. Hör auch bei diesen schnuckligen Reifen. Und die gehen ja nicht mehr breiter. 9 cm. Was ist das? Das ist nichts. Das sind vielleicht sogar manche Fahrradreifen breiter. Wenn man so ein spezielles Geländefahrrad oder sowas hat. Da sind die meine Scorsa sogar breiter. Und das muss schon was heißen. So, da ist das gute Stück. Ne, warte. Da fahre ich jetzt nicht extra hin. Das könnt ihr knicken. Ich will nur die Sterne machen und dann den Wagen wieder wechseln. Das Getriebe muss wohl noch länger. Fahren wir das? Also am besten wäre es natürlich, wenn wir so wenig wie möglich lenken. Ich will dich umkippen. Naja. Du hast dein Ziel erreicht. Okay. Hat ja schon mal gut angefangen.
natürlich muss ich dabei nirgendwo gegenfahren. Es gab doch irgendwie einen Weg hier ein bisschen weiter außen, den ich mal lang gefahren bin. Ja. Das Ding kann man wunderbar kontrollieren. Okay, das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Nee, wir müssen weiter Gas geben. Wer kam auf diese Idee? Moment. Die Zeitvorgabe ist, glaube ich, bei 38 Sekunden. Das schafft man. Dafür dürfen wir uns aber nicht drehen. Wie verhindere ich das? Auch gerade Ziel hier reingedreht. Geschafft. Es war sogar einfacher, als ich dachte. Wir sind wirklich richtig gut durchgekommen. Wir hatten da echt viel Glück bei. Das werde ich mit dem Auto nie wieder machen. Nie wieder. Was waren ein paar schöne Minuten. Also das auch geschafft. Da würde ich sagen, wir fahren jetzt zum Abschluss der Folge nochmal das Kraken-Event. Dass wir im besten Fall auch unter 6 Minuten fahren und im noch besseren Fall dabei gewinnen. Das gibt auch einen Erfolg dafür, wenn wir den Kraken hier in unter 6 Minuten absolvieren mit dem... Nee, das meine ich nicht. Es gibt auch einen Erfolg, wenn man den Kraken und den Leviathan, wenn man bei beiden Veranstaltungen jeweils ein Rennen gewinnt. Deswegen, da muss ich noch ein bisschen dann halten, weil die Werte haben, da bin ich ja nur Zweiter geworden. Also so geht das nicht. Modern Supercars. So, eine Runde. Wir machen das morgens bei ganz, ganz tollem Wetter. Mit dem Saleen. Oder Saleen. Auf Englisch. Ich hoffe, auf S1 reicht er auch. Ich habe es aber gesehen, Leute sind mit einem S1 Königsegg 5,5 Minuten gefahren. Und sind dabei auch nicht mal jetzt wirklich übertrieben krass perfekt gefahren. Also es scheint machbar zu sein. So ähnlich wie jetzt Leviathan mit dem Fiesta. Da wäre auch die Vorgabe 8 Minuten, bin ja auch 7,5 Minuten gefahren. Obwohl ich halt extrem kacke war. Unschlagbar oder nicht? Weil gewinnen sollte ich es ja im besten Fall auch noch, wenn ich es nur einmal fahren möchte. Challenge accepted. Und dann auch noch gewinnen. Alter. Ja, ich fahre wieder. Liebe Leute, ich spiele gerade auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad in Forza. Und die Leute bremsen, wo ich bremsen muss. Ich bremse nicht, wo ich bremsen muss.
Okay, so werde ich schon mal nicht Erster. Aber wenigstens dann unter 6 Minuten, wenn ich das schaffen. Das ist mein erstes Ziel. So, das fahre ich halt zweimal. Habe ich gleich quasi. Das ist jetzt meine Übungsrunde. Das Testfahrt. Ich bin jetzt irgendwie wieder andere Autos gewöhnt. Die bessere Bremsen haben. Oder wie die Peel, wie der Peel, die Bremsen brauchen. Wo es einfach nur das Gaspedal gibt und Bremse, ja. Die Wand. Okay, wieder die Driftstrecke. Sollte ich mittlerweile ganz gut kennen. Okay, hier geiler Gegner. Tolles Auto. Wahrscheinlich sogar schneller als der hier. Hier muss ich noch viel üben, auf der Driftstrecke mit normalen Autos zu fahren. Dann da ganz vorne. Ein GTR, glaube ich, zu sehen. Das Blau da vorne, auch ein GTR. Komm rum! Wenn ich jetzt nicht Erster werde, ist es nicht schlimm. Fahre ich es nochmal. Aber nicht nochmal auf den Schlagbahn. Dann werde ich entweder Profi oder Experte nehmen. Dankeschön. Ach, das geht noch Vollgas. Forza KI. Was tust du denn? Also liebe Driver da vorne, ihr könnt euch gerne mal ein bisschen mehr bekämpfen. Oder von der Strecke ran gegenseitig. Einer links, einer rechts. Ist ja ganz nett eigentlich. Ich glaube, der Weltrekord bei dem Rennen hier liegt bei 4 Minuten 40 oder so. Aber auch auf S2. Nicht auf S1.
Abgekommenlage ist definitiv obenrum nicht optimal. Da fehlt auf jeden Fall irgendwie Angriffsdruck. Noch gleich eine Idee. Wäre echt, glaube ich, eine gute Idee. Okay, unter 6 Minuten sollte ich schaffen. Nächstes. Was der Platz noch echt gutmütig ist. Ja, wir haben 6 Minuten und schafft es locker. Ich würde auch sagen, locker mit dem Seriensalen. Ungetuned. Schafft man, denke ich mal, auch. So, das wäre locker geschafft. Dritter geworden, bla bla, ist auch ziemlich egal. Wir haben es geschafft. Blitzkrake. Was jetzt meine Idee ist. Jetzt muss ich ja hier dieser Rennstrecke noch ein Rennen gewinnen. Aber meiner Idee nach könnte ich auch selber eine Strecke erstellen und das dann einfach gewinnen. Das heißt, dass ich gar nicht jetzt das große Krake-Event fahren muss, sondern mir selber eine Strecke mache, eine kleine. Und alle kriege ich auch ganz einfach stellen und die dann gewinnen. So, vom Logischen her sollte das ja eigentlich klappen. Nämlich mal Route erstellen. Wegen welchen Wagen ich nehme, ist eigentlich egal. Ich nehme trotzdem mal den Salen. Stelle ich ein kurzes Rennen. Mit, was weiß ich, 3-4 Checkpoints. Wie so einmal um die. Einmal rum. Kann ich auf ganz einfach und dann gewinnen. Ich hoffe, das ist möglich. So, Offroad. Das ist eine sehr komische Strecke, aber egal. Das hätte doch gar nicht so groß sein müssen. Ah ja, Testfahrt. Ein Monster ist erlegt. Bleibt noch eins. Gewinne hier und du gewinnst die Inseleroberung. Und beim zweiten Mal hat man gar nicht mehr so viel Angst. Ich habe eh keine Angst. So. Ich hoffe, das funktioniert so. Dann müssen wir auch erstmal Erster werden.
Okay, hier durchfahren, das bringt, glaube ich, nichts. Sollte dem GTR noch fahren. Ja, Salim, wo willst du hin? Okay, ich muss vorher bremsen. Ja, ich weiß nicht, wo die jetzt hinwollen. Da geht's aber nicht lang, Leute. So. Easy. Genau. Mal stellen. Test 1. Das ist eigentlich schon gezählt. Für den Fortschritt. Okay, noch nicht. Da muss ich es wohl nochmal fahren. Ich hoffe, diese Methode, die zählt so. Das ist ja gerade nur die Testfahrt, also mache ich es jetzt nochmal neu. Supercars. Vielleicht nicht der schnellste und idealste Weg, aber vielleicht geht es ja. Ich bin immer noch beim Event Krag, also das sollte eigentlich zählen. Oh yes, war voll. Geil. Okay, Salen so. Checkpoint. Ah, was ist das? Lass mich in Ruhe, Fabian. Und ja. Ich ruhe der KI wieder mal auf 9000. Ich hoffe, es zählt so. Großartig. Also gut, kurz durchatmen. Unser Inseleroberer muss jeden Rennbelag auf Fortune Island bezwingen. Was bedeutet, dass noch ein Monster zu erlegen ist? Ja, der Leviathan. Nein, nicht ausschalten, um Gottes Willen. Es hat gezählt. Gut. Dann machen wir in der nächsten Folge mit dem Leviathan weiter. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht morgen 18 Uhr. Und tschüss.